Und Hallen des Weglagens. Okay, das teleportiert uns zwar wieder nach oben, ha? Ja, wir wollen zum Eingang des aktuellen Dungeons reisen. Das ist ja interessant. Das ist mir. Ah ja, doch, genau. In diesen, an den anderen Beta-Let's Plays habe ich das schon mal gesehen. Jetzt ist halt die große Frage: Laufen wir jetzt mal den kompletten Weg zurück? Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich will ja doch noch ein bisschen Geld mal sammeln. Und nicht hier jetzt dann alles liegen lassen müssen, bis ich vielleicht hoffentlich irgendwann mal wieder einen Wegpunkt finde. Also machen wir es so, ich schmeiß hier das Zeug mal schnell beim Händler raus. Erzähl vielleicht noch dem Hedrick, wenn das funktioniert, dass sein Lehrling tot ist. Und dann gehen wir mal noch in Deckard Cains Haus natürlich gucken. Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat unsere Ration halbiert. Wie sollen wir kämpfen, wenn wir hungern? Der Rest der Stadt ist auf Viertel. Ja, also die quatschen ja eigentlich immer schön viel. Das ist schon ganz cool gemacht, muss ich sagen. Und hier, guckt mal, da steht Hedrick Eamon. Aber bevor, ich möchte eben gerne mal wissen, ob der mich heilt, der Deckard. Nee, okay. Du? Auch nicht? Gut. Dann. Ich habe geschuftet wie ein Irrer. Achso, stopp mal, bevor ich hier jetzt verkaufe, reden wir doch erstmal mit Hedrick, im Fall der mir dieses Zerlegen beibringt jetzt. Euer Lehrling ist seinen letzten Tod gestorben. Es tut mir leid. Närrischer Junge, macht euch auf das Schlimmste gefasst und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich danke euch für die Nachricht. Tja, armer Mann. Ach so, kann ich mit dir jetzt gar nicht handeln oder sowas? Ich kann nur reden mit dir. Ich möchte mehr über euren Großvater wissen. Er diente König Leoric? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich lebte zu der Zeit mit meinem Vater in Caldeum. Wir haben gehört, dass mein Großvater bis zum Ende in Tristram blieb und versuchte, Leben zu retten. Keine Ahnung, ob es ihm gelang, aber so ist es eben. Als der Skelettkönig fiel, lag mein Großvater durch eine Schwertwunde tödlich verletzt im Sterben. Er hat die Krone mit in sein versiegeltes Grab genommen, um sie sicher zu verwahren. Man muss stark sein, um sich gegen die Dunkelheit aufzulehnen. Ich bin dankbar für das Opfer eures Großvaters. Kommt euch die Stimme von dem Hedrick auch bekannt vor? Ich überlege gerade, woher ich die kenne. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Oh, ja, natürlich. Glaube ich dir sofort. Ich glaube, in Gothic kam zumindest auch der gleiche Synchronsprecher irgendwann mal zum Zuge. Aber ich keine Ahnung mehr, woher ich diese Stimme kenne, aber die kennt man auf jeden Fall. Ist schon öfters zum Einsatz gekommen bei Computerspielen. Wahrscheinlich auch in manchen Filmen. Was ist, macht eigentlich das hier unten? Ach ja, hier genau. Weil ja alles auf Multiplayer ausgelegt ist. Seht ihr, kann man sich ja auch auf Do Not Disturb stellen. Könnte ich zum Beispiel machen für Let's Plays, wenn ich Freunde hätte. Habe ich aber nicht. In Cains Haus wollten wir mal noch gucken, genau. Ob es hier noch irgendwas Tolles, Interessantes gibt. Hier gibt es einen Waschzuber auf jeden Fall mal. Den könnt Ulu ruhig mal benutzen. Und da liegt noch ein Buch. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Unerlässlich. Hoffen wir mal, dass er recht hat und vielleicht noch ein paar Sachen findet. Ach genau, seht ihr, hier ist jetzt auch der Amboss angemalt. Schauen wir mal, ob hier jetzt... Die haben auch so viel zu erzählen. Das möchte ich mir eigentlich ganz gerne mal anhören. Das Band zwischen euch und Lea ist stark. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen. Oh, es muss für Lea schwer gewesen sein, einem alten Mann zu folgen, auf seiner wahnwitzigen Suche nach den Geheimnissen,
die Herrscher der brennenden Höllen zu vernichten. Doch obwohl sie so manches gesehen hat, glaubt sie noch immer nicht ganz an meine Aufgabe. Es ist verständlich. Sie hat noch nie etwas wie Diablo und seine Brüder gesehen. Ja, eigentlich wollte ich ja eher wissen, ob sie Single ist, aber naja, auch okay. Ich habe mein Leben größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Wonach sucht euer Onkel? Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Noch lasst er. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Ja, jetzt ist mir natürlich oben aufgefallen. Soll ein König kommen. Seine Herrschaft beginnt im Blute und endet in Knochen. Im Lichte eines Kometen wird er einen dritten und letzten Tod sterben, durch die Hand eines auserwählten Mannes. Ob der Wolf von Leoric gesprochen hat? Der Tod mag schon bald über uns alle kommen, doch ich werde tun, was in meiner Macht steht, um eure Schmerzen zu lindern. Könnte zumindest ungefähr auf Leoric passen, oder? Diese Prophezeiung, die er da gerade aufgesagt hat. Der dritte Tod, den er stirbt, wäre ja hier der erste, wäre ja sein tatsächlicher Tod gewesen. Der zweite in Diablo 1, wo man dem Skelettkönig ja schon eins aufs Maul haut. Und das wäre jetzt das dritte Mal. Ein auserwählter Mann könnten wir sein. Spannend. Mal sehen, ob wir dazu vielleicht nochmal irgendwann was Tolles erfahren oder ob wir noch in anderen Prophezeiungen vor allem drinstehen. Das will man ja als bescheidener Held immer gerne wissen. Ob irgendwelche Götter das vorhergesagt haben oder ob man mal eventuell wieder ein Avatar irgendeines Gottes ist. Ist ja auch schon alles da gewesen. Ja, die gehen schön schnell hier. Und die platzen ganz schön aufwendig, also wie ihr hier mal seht, wie sich hier alles so grün-rot die Landschaft einfärben und da haben wir irgendwas. Nephas der Wilde! Wow, und die sind alle extra schnell, wie es aussieht. Ja, Dreck. So, jetzt widmen wir uns mal dem, das geht dann auch. Wenn man die einmal im Fokus hat, dann machen die nicht mehr viel, die Teile. Gut, aber aufpassen müssen wir halt, wenn sie uns dann doch mal zu nahe kommen. Da hat einfach nicht so viel auf der Brust, dieser Hexendoktor. So, wir haben hier gerade einen neuen Brustschutz nochmal angelegt. Der hat eine Rüstung, bringt er mehr und plus 13 Leben durch diese Heilkugeln jeweils. Das könnte sich als sehr nützlich herausstellen. Oh, hallo. Ich hätte mich vielleicht mal auf einen fokussieren sollen, aber jetzt ist auch schon zu spät. Alles platzen, alles tot. Ja, Massaker, darauf habe ich gewartet. 12 Stück waren es diesmal. Und hier, ne, nur ein kaputter Wagen. Jetzt haben wir es hier bald alles. Schauen wir mal, haben wir noch was Interessantes gefunden? Nee, alles Mist, was, oder? Hier, Markstiefel. Na, plus 4 Bewegungsgeschwindigkeit bei gleicher Rüstung. Dann sacken wir die mal ein. Beziehungsweise ziehen sie an. Und, ach, da kommen sie schon wieder aus den Büschen raus hier. Ich glaub wohl, ich sehe euch nicht. Hier, da auch wieder. Feuer bringt's immer gegen solche Viecher. Und jetzt habe ich irgendein Haar auf der Zunge oder sowas. Hat sich schon wieder erledigt. Bam. Und die schießen auf mich. Irgendwas hat da die... Der Würgekadaver hier... hat auf mich geschossen einfach. Und... wenn der Gegner schon so heißt, dann... will man sich einfach nicht fragen, was dieses Viech auf einen geschossen hat. Ach, auch nichts Interessantes, oder? Mal gucken, so nebenher halbwegs laufen hinkriegen.
Minderwertige Lederhandschuhe. Machen 13 Rüstungen. Die da sind gar nicht. Na gut, das sind 8 Rüstungspunkte mehr. Die nehmen wir dann natürlich in dem Fall. Auch auf Kosten des Einsammelradiuses. Ah, guck mal, ein Grotesker. Ja, ja, der hat gleich noch schön welche mitgenommen. Und was mir auch aufgefallen ist, so bis jetzt, ich weiß ja nicht, ob es eventuell an der Art der Angriffe liegt, mit denen ich hier die Gegner bombardiere. Wenn ihr auch die Beta-Videos angeschaut habt, da ist euch bestimmt aufgefallen, dass zumindest in gewissen Phasen, ich habe auch keine Ahnung, wann die Videos genau gemacht wurden, die ich da gesehen habe, dass dieser Ragdoll-Effekt eben ganz schön übertrieben krass ist. Verflucht! Ja, genau. Also, dass die Gegner eben durch einen Angriff niedergestreckt wurden, hier die Zombies, und die sind dann irgendwie 10 Meter über den Boden geschlittert und haben sich immer wieder neu nachverdreht. Also das sah schon alles ein bisschen übertrieben, fast Panne aus. Und jetzt ist das hier, also das ist ja die Uncut-Version, die wir hier zocken, natürlich. Und, ach, da kommen so eine Stacheln raus, wenn die sich hier aufblasen. Oh, oh. Ja, jetzt sieht das auf jeden Fall definitiv schon sehr viel besser aus. Nicht mehr wirklich so Dummy-puppenhaft, die nichts wiegen und irgendwie durch die Gegend schlittern. So, habe ich alles eingesammelt? Ja, genau. Weil das waren doch hier robuster Beinschützer? Ach, Beschützer. Robuster Beinschützer. Na klar, doch, Akai. 6 Sätzen. Und was haben wir hier? Ah, das muss jetzt da. Nicht der Eingang zum Friedhof sein, doch da hinten kommt er. Und die kommen hier schon wieder aus ihren Gräben gekrochen, die Untoten. Die halben Viecher hier. Und der kommt mir jetzt ja gerade ein bisschen zu nahe. Hungriger Torso heißen die übrigens. Ich habe es gerade mal nachlesen können. Hat er lang genug überlebt. So, was steht noch? Da steht noch einer. Puh. So, da hier jetzt ja offensichtlich der Eingang ist, gehen wir natürlich auch mal die letzten paar Meter hier außenrum noch ab, schnell. Das ist dann ja auch kein Aufwand mehr. Da kommt noch mal einer. Das war's aber. Ne, da ist noch mal einer. Das war's jetzt aber hoffentlich. Ne, da kommt noch mal einer. Das war's jetzt aber hoffentlich. Ja, das war's. Vielleicht habe ich irgendeine Axt gerade aufgesammelt. Erprobte Breitaxt, okay. Alles halt nicht so interessantes Zeug für uns, aber so ist es nun mal, wenn es auch noch andere Charakterklassen im Spiel gibt. Da freut man sich aber umso mehr, wenn man da mal was Cooles findet. Ich habe schon so ein paar... Uhr. Hoppla. Da ist der Vogel auch gleich abgehauen. Ich habe schon so ein paar ziemlich coole Gegenstände gesehen. Unter anderem so eine Holzmasken für den Hexendoktor. Das sieht schon ziemlich cool aus, das Zeug. Und da freue ich mich schon richtig drauf, die zu finden. Diese ganzen tollen Gegenstände. Sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Ja, es ist die Sache, würde ich sagen, dass ja überhaupt nichts bringt, jetzt hier auch noch die Oberwelt wenigstens mal kurz zu erkunden. Teleportiere ich mich mal zurück. Schmeiß mal wieder die ganzen Gegenstände raus, die nichts taugen. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Alles Müll hier wieder, der hier rumliegt nämlich. Und dann mache ich jetzt nämlich erstmal wieder Pause bzw. Schluss für heute. Schneide die Episoden und rendere sie. Und ich hoffe, dass ihr mich wieder begleitet, auch beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play Diablo 3. Lasst doch einfach mal einen Kommentar da, sagt mir, wie es euch gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann eben wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis denne, tschüss.